Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es einen IKEA-Haul. Wir waren bei IKEA und haben endlich ein Bett. Yay! Es ist noch nicht aufgebaut, deswegen, also ich sitze noch immer auf meiner Matratze. Obwohl das wirklich sehr bequem war. Also wir haben besser denn je geschlafen, müssen wir ehrlich sagen. Aber wir haben uns trotzdem für ein Bett entschieden, weil ja, das ist einfach zu niedrig. Also für die Tische auch. Das ist so ein bisschen doof. Es ist eher so ein optisches Ding. Wir haben das Brimnes Bett geholt, das ist recht günstig, sehr basic. Ich wollte ja ein Bett, das eher wenig Bett ist, sondern einfach nur so ein Kasten, und das ist so ein Kasten, und es hat außerdem sehr viel Stauraum, es hat nämlich vier große Schubladen, und wir haben das in Weiß geholt. Genau, werdet ihr dann irgendwann bald sehen, wenn es aufgebaut ist. Man geht wegen dem Bett zu IKEA und kommt mit tütenweise Kram raus, ihr kennt es. Es gab jetzt schon die Weihnachtssachen und so, und ja. Ups. Ein paar Basics, und zwar habe ich einfach Spannbettlaken geholt, weil unser Bett ist 160 x 200 cm und das ist leider eine Größe, die es nicht so oft gibt. Zum Glück gibt es aber Spannbettlaken bei IKEA, aber nur in dieser Farbe. Zumindest habe ich nur diese Farbe gesehen. Das ist Dvala. Da habe ich zwei Stück von gekauft. Dann zwei Gefäße. Ich fand hier die Farbe einfach sehr schön. Zwei kleine Schüsseln. So für, keine Ahnung, Joghurt etc. Dann Strohhalme, weil die so süß sind. Die Farben sind echt geil. Und die sind schön breit. Also ich weiß nicht, ob da Bubbles so vom Bubble Tea durchgehen, weil ich wollte das mal demnächst machen. Ich habe schon ewig lang diese Tapioca-Perlen. Habe noch nie was damit gemacht. Dachte ich mir, das vielleicht mal. Aber ich weiß nicht, ob die durchpassen. Mal sehen. Dann so ein kleines Tablett. Das ist nur so groß mit so Sternen drauf. Ich fand das ganz süß, weil es sehr neutral ist. Und ich dachte, weil wir haben so eine riesen Couch, und wenn man das einfach so, also wenn man da was isst oder trinkt beim Filme gucken, dann ist es ganz cool, das einfach so auf die Couch zu stellen, ohne dass es irgendwie so umfallen kann. Ja, dafür habe ich das geholt. Dann Kissenbezüge. Unsere Kissenbezüge sind ja so länglich. Das ist immer so das Problem, weil in den Sets mit Decke, also Decke und Kissen, ist ja das Kissen so dieses Quadrat. Und das haben wir ja gar nicht, deswegen muss ich das mal extra kaufen. Jedenfalls sind es die Kissenbezüge, unsere sind nämlich 40×80. Ich habe einfach einmal schwarz genommen und einmal weiß. Dann ein bisschen Weihnachtskram, und zwar einmal diesen Stern. Das finde ich so, fand ich so schön. Der ist aus Kupfer natürlich, ne? Kupferfarben, das ist Dvala. Und zwar batteriebetrieben, so ans Fenster irgendwie stellen, finde ich ganz hübsch. Es ist so ein bisschen weihnachtlich, aber nicht zu kitschig weihnachtlich, sondern kann man auch so das ganze Jahr über dann nochmal aufstellen. Dann weitere Deko. Ich fand diese Teile ganz geil. Jetzt ist das so, was ist das? So blöd zu zeigen, gell? Ich mach's mal auf. Das ist sowas. Das kann man natürlich auch ganz gut selbst machen, aber jetzt war es dann schon da und ich fand es so schön, und ja, egal. Das bindet man dann einfach so zusammen. Ist einfach aus Papier und sieht sehr festig aus. Dann habe ich verschiedene. Das hier ist zum Beispiel, also das ist jetzt so ein Grau. Und dann gibt es hier so ein Zeitungspapiermuster. Und das ergibt eine andere Form. Ich glaube, solche Diamanten. Und dann, weiß nicht, wenn man die so untereinander hängt, fand ich das schon recht festlich. Vielleicht werde ich das dann machen an so einer kleinen Ecke. Ihr werdet es dann sehen, wenn ich es gemacht habe. Aber das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Werdet ihr in den zukünftigen Videos wahrscheinlich sehen. Dann eine Pinnwand, beziehungsweise vier Stück. Vier Pinnwände habe ich geholt. Und zwar werde ich die halt genau nebeneinander aufhängen fürs Büro, damit ich meine Inspirationen und so weiter aufhängen kann, oder Sachen, die mich auch motivieren, die ich dann immer sehen kann direkt, weil sehr vieles notiere ich mir oder reiße ich raus aus Zeitschriften oder sowas, und dann gehen die irgendwie unter, wenn ich sie nicht direkt immer sehen kann, und deswegen dachte ich, wäre das eine coole Sache. Wir wollen eh mal das Büro ein bisschen schöner machen, das ist so, ja. Immer noch so ein langes Ding. Das habe ich letztes Mal schon gesagt, gell? Ja, scheiße. Wir sind noch nicht weitergekommen. Aber wie gesagt, das Projekt Home ist irgendwie auch nie zu Ende. Deswegen dauert das wahrscheinlich da noch ein bisschen. Aber egal. Macht Spaß. Dann jetzt wieder was Weihnachtliches. Und zwar einen kleinen Weihnachtsbaum. Fake-Weihnachtsbaum, weil Peaches lässt uns keine echten haben. Und es ist auch nicht so schlimm. Mittlerweile bin ich auch zufrieden damit. Sowieso schon ein bisschen schade immer mit den Bäumen. Jedenfalls so ein kleiner, dachte ich, ist ganz süß. Der sieht echt, echt aus. Der hat nämlich auch solche braunen Nadeln. Das wirkt, also der sieht wirklich echt aus. Fand ich echt genial. Und ja, den muss man dann noch zurechtwiegen natürlich, ne? Also der ist jetzt nur so
flach gemacht, aber den kann man schön aufspannen dann. Und dann habe ich solche Christbaumkugeln geholt in weiß. Ich weiß noch nicht, wie ich ihn dekorieren will. Ich will ihn nicht so typisch rot und gold und sowas machen. Ich weiß noch nicht, weiß und vielleicht finde ich irgendwas anderes Schönes oder so Papierhänger. Ist halt schwer mit der Größe. Es muss halt wirklich so Miniatur sein, damit das da wirkt. Aber ja, das wird unser Weihnachtsbaum sein. Dann, das fand ich auch so wunderschön. Ich finde sowieso diese ganze Farbkombination schön, dieses Pastellige. Das sind auch solche, ja, Christbaumschmuck, kann man sagen, oder einfach so Dekorationen. Moment, ich zeige euch mal eins richtig. In so Diamanten. Voll schön, kann man auch sehr gut das ganze Jahr über benutzen, eben nicht nur für Weihnachten. Sehr hübsch, so ein Mobili draus zu zaubern oder so irgendwie so untereinander. Das glaube ich, so an der Gardinenstange. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich hatte eh sowas in der Art noch vor. Für hier, ich schaue die ganze Zeit hoch, weil da ist direkt das Fenster. Und da wollte ich sowieso sowas noch machen. Vielleicht werde ich die dann auch so dazu hängen. Also gäbe es die in Miniatur, wäre das echt geil für den Christbaum. Aber ich glaube, das werde ich einfach mal selbst machen. Oder? Ich habe ja so ein paar Origami-Skills. Ich habe damals mal sehr viel Origami gemacht. Ja, 1000 Kraniche. Erst dann kannst du ihn richtig. Dann wieder so ein Teil aus Papier. Das ist so schön. Ich, wie gesagt, wenn das alles so zusammen, ne, das sieht sehr festlich aus, sehr dekorativ, aber wie gesagt auch so ein Ding, was man das ganze Jahr über hinhängen kann und nicht wirklich nur so weihnachtlich wirkt. Ja, voll schön. Und da sind noch einige mehr drin. Das sind, ach, 7 Stück sind es. 7 Stück, cool. Dann ein cooles Holzbrett. Und ich wollte schon immer eins, was man hier so, also mit einem Griff. Und zwar für Flammkuchen. Jetzt gerade so im Winter Flammkuchen, genial. Oder auch Pizza oder einfach solche Canapés oder so, ne. Ich finde, es sieht schön aus. Ich mag diesen rustikalen Look immer sehr gerne bei Essen, wenn es so aussieht. Nicht so super schick, ultra geil und so, sondern eher dieses rustikale Echte. Das ist so mein Ding, meine Ästhetik. Und ich finde das wunderschön. Jetzt habe ich hier schon mit meinem Nagellack drauf gekratzt, verdammt. Geht bestimmt weg, ne? Zu guter Letzt noch einen Apfelschneider, weil ich sehr viel mit Äpfeln machen werde jetzt demnächst und ich keinen Bock habe, das alles so per Hand und so. Deswegen zack und dann ist das Kerngehäuse raus und fertig aus die Maus und los geht's. Das war mein schon sehr weihnachtlicher Haul. Vielleicht waren ja ein paar Inspirationen für euch dabei, dann cool, dann viel Spaß bei hier. Und wenn ihr nicht genug habt, dann schaut jetzt in mein letztes Video rein. Das verlinke ich euch hier, wie auch in der Infobox, könnt ihr da auch anklicken. Und abonniert meinen Kanal, falls ihr neu seid. Ich freue mich, wenn ihr dabei bleibt und weiterhin guckt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn ihr mögt. Bis dann.